Hey ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten oder besser gesagt frohe Weihnachten. Es ist ja noch zweiter Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr lümmelt gerade noch im Pyjama rum und esst noch so ein paar Kekse, trinkt gerade einen Tee oder einen Kaffee und genießt einfach diesen herrlichen Tag. Ich bereite mich gerade für die Silvester oder die Vorbereitung für Silvester vor. Und für mich dürfen nach Weihnachten keine Tulpen fehlen. Für viele ist das eine Frühlingsblume, für mich ist es eher so eine Sache, wieder ein neuer Start, ein neues Jahr. Und ich möchte einfach zeigen, dass man Tulpen wunderbar gestalten kann, so ein bisschen Winter-Wonderland verzaubert oder ganz natürlich mit Tannengrün, mit Heidelbeerkraut. Ich würde sagen, ich zeige erstmal, was ich Schönes mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Kiefer, Heidelbeerkraut, Asparagus in Weiß, Heidelbeerkraut in Weiß, weiße Tulpen, eventuell eine Lichterkette und Glücksklee, um ein bisschen Glück zu verschenken. Und wie liebe ich meine Tulpen am liebsten? Am liebsten einfach nur die Bunde hier reingestellt in einem Zinkeimer. Also das ist für mich wirklich... ja, wirklich mega, mega gute Laune und viel Freude. Aber das kann man auch alles noch so ein bisschen aufpimpen. Also das sind jetzt 50 Tulpen. Das ist natürlich auch sehr viel. Manche möchten lieber 30 Tulpen in einer Vase stellen. Da möchte ich euch gerne einen Tipp zu zeigen. Das wird jetzt die natürliche Variante. Und hier habe ich noch einen Sektkühler. Das passt natürlich auch sehr gut zu Silvester. Okay, wo wird dann der Sekt kühl gestellt? Vielleicht draußen. Und genau, dann kann man den Sektkühler auch für Tulpen nutzen. Und wir hatten letztes Jahr eine ganz tolle Tulpenaktion gemacht. Wir waren ja, von Corona, wir mussten unseren Laden ausschließen und da haben wir Tulpen online versendet. Und ich habe mit Papa schon gesprochen. Da haben wir einen tollen Livestream gemacht. Also wenn euer Wunsch noch mal besteht, dass wir die Tulpen online stellen, schreibt das gerne in den Kommentaren. Und ob ihr natürlich auch meinen Papa wiedersehen möchtet, macht ihn ruhig nervös vorm neuen Jahr oder dann kann er sich da psychisch schon mal drauf vorbereiten. Ja, Tulpen, ich liebe einfach Tulpen zum Jahreswechsel, weil ich finde, das ja, lädt einfach ein fürs neue Jahr. Es ist frisch, es ist knackig und ich finde das einfach richtig, richtig schön. Natürlich die Klassiker wie die Amaryllis oder so, finde ich, kann man auch noch ganz klasse im Januar bis hin zum Februar nehmen, aber Tulpen, ja, sind nun mal Tulpen. Ich habe hier jetzt mal so ein bisschen Heidelbeerkraut reingenommen. Das ist jetzt recht lang. Schneide es noch etwas kürzer. Das sind jetzt gute zwei Bund. Ihr könnt natürlich auch Kirschzweige nehmen oder irgendwelche Äste, die ihr vielleicht noch habt. Vielleicht von einem alten Apfelbaum oder so. Und das könnt ihr ganz toll als Basic nehmen und als Steckhilfe. Und die Tulpen, die haben immer ein bis zwei Außenblätter. Man kann die Außenblätter auch dran lassen. Wenn man sie allerdings abmacht, geht die Energie mehr in die Blüte. Deswegen sollte einfach nicht zu viel Blatt dran sein. Tulpen braucht ihr nicht schräg anschneiden. Das reicht, wenn ihr die gerade mit der Rosenschere anschneidet. Und ich bereite jetzt gerade die Tulpen so ein bisschen vor. Und ihr hört, wie sie quietschen, wie frischer Spargel. Okay, für Spargel ist es mir dann tatsächlich doch zu früh. Aber das sind doch alles wieder Sachen, wo wir uns auf 2022 wieder richtig freuen dürfen. Mir hat das Jahr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war irgendwie ganz toll, dass ihr uns begleitet habt in den Garten, dass wir diese Garten-Updates hatten. Dann finde ich, dass wir eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit hatten. Wir haben so schöne Sachen zusammen fertig gemacht. Und wir planen da natürlich auch wieder
für nächstes Jahr so einige Aktionen. Wo unsere Aktionen entstehen eigentlich eher so nach Bauchgefühl, nach Situation. Und das ist an sich das Schöne daran. So, jetzt mal wieder zurück zu den Tulpen. Ich habe sie einfach gerade abgeschnitten mit der Rosenschere und ich stecke die hier rein. Das Heidelbeerkraut ist noch ein bisschen lang, das ist nicht schlimm, weil das ein gewisser Halt ist für die Tulpen, weil die Tulpen wirklich noch richtig am Wachsen sind im Wasser. Die saugen sich voll mit Wasser und jeden Tag werden die so ein bisschen höher und die Vase füllt sich. Jetzt habe ich 10 Tulpen drin und ihr seht, was für ein toller Effekt diese Äste einfach haben. Ich schneide das jetzt noch mal einmal ganz kurz und knackig ab und ich finde es schon richtig hübsch und so ein Zinkeimer ist doch wirklich auch eine tolle Sache. Ihr könnt die Tulpen auch gerne abends in der Garage stellen oder so ein bisschen kühler. Ich muss natürlich jetzt sagen, wenn es natürlich friert, geht das nicht, aber wenn es so um die 5, 6 Grad ist, halten die einfach so, ja, halten die auf jeden Fall einfach mal 3, 4 Tage länger. Ich stecke das jetzt alles ganz parallel. Jetzt könnte man, wenn man sowas verschenken möchte, natürlich einfach noch eine fette Schleife dran machen oder tatsächlich den Glückskleber noch mit reinarbeiten. Ich habe da ja noch Glückskleber mitgenommen. Ich werde euch das nachher zeigen. Mir würde das jetzt so pur eigentlich reichen. Und ihr seht, ich bin am Strahlen. Total verrückt. Ich strahle einfach nur wegen diesen 20 Tulpen, die ich in der Vase habe. Aber ich kann es nicht abwarten, die bei mir zu Hause hinzustellen. Und die Weihnachtsdeko bleibt auf jeden Fall auch noch ein bisschen stehen. Wie lange bleibt die Weihnachtsdeko denn bei euch so stehen? Da bin ich auch gespannt nach. Bei uns immer so, ja, man sagt immer nach den Heiligen Drei Königen. Oder bei uns ein bisschen drüber hinaus, würde ich sagen. So, jetzt habe ich diesen Glücksklee und ich habe leider jetzt gerade kein Moos im Studio. Ich möchte euch aber zeigen, stellt euch vor, ihr hättet Moos, dann könntet ihr den Glücksklee, ich pick den dann nochmal einmal ein bisschen besser rein. Oh, das ist ein Schaschlikstab, der gebrochen ist. Vorführeffekt, Leute, und das am zweiten Weihnachtstag. So, jetzt aber schneide noch ein bisschen kürzer. Ich finde das nämlich ganz witzig, wenn man das verschenkt, wenn man das einfach mal in den Strauß mit einarbeitet. Das finde ich zum Beispiel ganz süß. Dann haben wir einmal das Frische von den Tulpen, dann könnte man da 2, 3 Glücksklee reinmachen und dann hat man ein richtig tolles Arrangement für Silvester. Ich werde jetzt das Gegenstück machen in diesem Sektkühler. Da werde ich den weißen Heidelbeerkraut reinmachen, die restlichen Tulpen und so ein bisschen Winter Wonderland mit der Lichterkette und den weißen Asparagus. Und dann schauen wir uns nachher das Endergebnis an. Als ob wirklich dieser Asparagus beschneit ist, hängt er über diesen Sektkühler. Der ist natürlich auch wirklich ganz cool mit dieser fetten Schleife. Und um das noch so ein bisschen mehr hervorzuheben und festlich zu gestalten, habe ich dann noch eine Lichterkette mit eingearbeitet. Und dann haben wir diese beschneiten Heidelbeerkraut und die Tulpen. Vom Verhältnis mag es vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber die Tulpen wachsen noch. Und das ist auch das Schöne an Tulpen. Lass sie wachsen, also nicht so eng in Sträußen einbinden. Der Strauß sieht irgendwann komisch aus. Man kann sie wirklich am besten pur Natur in einem tollen Gefäß stecken. Und ihr seht, mit Asparagus kann man das jetzt ganz toll aufpimpen. Hier habe ich noch ein bisschen Kiefer mit reingesteckt, weil mir das ein bisschen zu nüchtern war und zu flach. Und hier habe ich diese Sternchen noch dazu, weil Leute, es ist ja bald wieder Jahreswechsel und da finde ich das ganz schön. Und damit der Glücksklee noch so ein bisschen mehr auffällt, habe ich da auch noch ein paar Sterne mitgenommen. Und das finde ich auf jeden Fall auch richtig klasse. Die Tulpen müssen auch hier wachsen, aber in 2, 3 Tagen sieht das Ensemble perfekt aus.
Und ich kann mir gut vorstellen, so einfach zur Silvesterparty 23 hinzugehen, weil es dies Jahr wahrscheinlich nicht wirklich was wird oder man gönnt es wirklich zu Hause. Ja, ich hoffe, euch haben die Ideen mit den Tulpen zu Silvester oder zum Winter gut gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Schreibt in den Kommentaren, ob Papa, also Jan, mal wieder ins Video soll. Wenn ja, einfach unten hinschreiben. Euch wünsche ich allen eine wunderschöne restliche Woche und bis bald. Ciao! A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Ich glaube, das nehmen wir uns einfach selber mit. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wenn ihr noch kein Abo habt, aber Blumendekorationen liebt oder Pflanzen, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.